Hey! Oi, mein Herzchen? Ah. Nicht du schon wieder. Willst du Ärger, Gör? Nein, mein Herr. Im Namen der Stadt möchte ich mich entschuldigen. Wir hätten wissen sollen, dass wir gegen euch Haudegen keine Chance haben. Will this do? Das ist für euch. Ich hoffe, ihr verzeiht uns. Wein! Da werden die Captains sich aber freuen. Wohl bekommen's. Diese Landratte haben sich nicht mal gewehrt. Wahrscheinlich wissen sie nicht mal wie. In ihrer verdeckten Seepocke von Stadt werden sich nicht viele Piraten verirren. Die Starken fressen die Schwachen. So läuft es eben in der Welt. Eine Lebensweisheit von Captain Leon Bastrelle, gemeistert den Geisel der Meere. Hi. Genau, und wir sind in seine Fußstapfen getreten, ohne je zurückzuschauen. Es gibt noch nichts Besonderes als sich einfach zu nehmen, was man braucht. Sir. Captain. Ich hab dir doch gesagt, dass hier nicht genug Platz für zwei Captains ist. You got that. Genau, wie ich schon sagte, du bist nur der erste Offizier. Lasst das zacken, ihr Captains. Hier ist noch mehr Wein. Joho! Hast du gerade Wein gesagt? Oh. Das Kind kam gerade vorbei und sagte der Stadt, tut es leid. Diese Landratten lernen schnell und sie sind zu bierbräuchig, um zu kämpfen. Haha. Ein Hoch auf diese Landratten. Auf die schlappen Quallen von Rippeltiden. Cheers. Prost, Kameraden. Cheers. Prost, Kameraden. Es soll nun soweit sein. Also gut, dann los. Nochmal abspeichern, damit man die Sequenz nicht nochmal ertragen muss. Wow. Also das war leicht. Ha, das haben die davon, mich zu unterschätzen. Na toll, Schrank und eine Fledermaus. What to do? The winds of fortune are howling. Okay. Victory shall be over here. Out of my way. There. Now then. Out of my way. What to do?
Ja. What the? Shucks. Okay, das Gift ist stark. Mir heißt volle Blüte wieder. Shucks. I got just what you need. What to do? Witchery. Okay. My turn. Und weg ist die Fledermaus. That'll do her. Heilkraut. Bring it up. Let's get down to work. That's what I'm talking about. Heilung, erste Hilfe. Okay, der erste Händler. Want a tango, huh? Schlafende Piraten. Out of my way. My turn now. Victory shall be mine. Here goes nothing. Ja. The battle is truly joined. Bring it on. What's yours, mine? Leere Münzbeute schon wieder. Und weg. Und wieder weg. Come on, I've got better things to do. My turn. All right. Have at you. Okay. What's yours and mine? Here we go. Ein Sturm zieht auf. The battle is true. The battle is truly joyous. I'm ready. Are you? Here goes nothing. All right.
Und wieder war's geschafft. Okay. Lass erstmal wieder zurücklaufen. This is the beginning of your end. Victory shall be mine. My turn. What? Here goes nothing. My turn now. Direkt Feuer? Ja. Die mögen kein Feuer. The battle is truly joined. Bring it on. My turn. Ja, verbrenn ihn nochmal. How about you? What to do? Bring it on. Und wieder weg. Try again. Ja klar, dass da oben was ist. Let us fight with honor. Now then. Out of my way. Don't wait. What to do? Here we go. Victory shall be mine. Here goes nothing. My turn. Forget. What to do? Und weg ist der Pirat. My turn now. My turn. Victory shall be mine. My reign is unbending! Out of my way! Wow, stark. Oh, wer ja auf Feuerlevel hab ich auch. Mal sehen, wie geht's weiter? Viel Geld. Na toll, lief ich ja wieder. Feuer mögen die, wie es scheint. Wind. Auch. Here goes nothing. Eis. Cool off. Eis nicht. How about you? Dead by a thousand cuts! Ja, hätte besser laufen können. Nochmal. Let's do this.
All right. Let's do that. The battle. Und wir sind die alle weg. The thrill of the fight. Und was erwartet mich hier hinten? Anregende Pflaume. Ready or not, here I come. Let's do this. Okay. Und die Piraten schlafen hier immer noch. Alright. Now then. Alright. Let's do this. Und auch wieder weg. My turn. Here we go. Alrighty. My play is on. Und weg ist der auch schon. Mal sehen, Fähigkeiten. Ja. Verringert die physische Verteidigung eines Gegners. Verringert die Stärke des physischen Angriffs eines Gegners. Beides ist. Ja. Nicht so wichtig für mich. Okay. Genügend davon habe ich immer noch. Wir paar schlafende Piraten. Let's do this. Sammeln. Thank you. Out of my way. Ah. Oh, die Niederländer kommen. Erfrischende Marmelade. This is the beginning of your end. My turn. Try this. How about you? Schläft und der andere Pirat schläft auch noch. Bring it on. Out of my way. Here I go. How about you? Und jetzt auch weg. No, you don't. Here we go. The back out of my way. My und auch schon wieder weg. Und nicht besiegen lassen. Also keinen Schaden bekommen, meine ich.
Ich hab alle Truhen geholt, so gesehen. So bei der Mutung. Unten am Pier, wenn man dann am Anfang der Höhle nach oben geht, dann einmal, wenn man die kleine Höhle unten erfindet und dort irgendwo war auch eine kleine Truhe, aber nichts Wichtiges. Okay. Werde ich ausnahmsweise mal tun. Wenn ich es nicht wert sonst. Doch, du bist es immer wert. Bloß den Nerven meiner Zuschauer wird's nicht gefallen. Ja, aber bisher sehe ich immer nur, die hier so in doofen Kreis rumlaufen. Endlich kommt mein Gegner. The battle is truly joined. Here goes nothing. Let's do this. The winds of fortune are howling. Ich wusste immer noch weiter, dass sie eine Windschicht kriegen, weil es ja nicht möglich ist. Die Schlange ist auch schon weg. That's what I'm talking about. Dann auf, hinauf. Ich hoffe, dass ihr von Schätzen träumt. Denn wenn ihr aufwacht, habt ihr keine mehr. Und der eine wacht auf. Was machst du denn hier? Ich? Nun, ich bin nur zufällig gekommen, um das Fass zu holen. Ich gehe jetzt. Ach, das ist aber mächtig freundlich von dir. Ja. Mac! Mac, du fauler Sack voller Knochen. Steh auf, wir haben einen Eindringling. Was? Oh oh. You. Hey, dich kenne ich doch. Du bist das Girl aus der Stadt. Oh, jetzt kapiere ich. Du wolltest unsere Beute klauen, während wir schlafen, was? Dir entgeht auch gar nichts. Du bist wirklich... Du hast wirklich Mumm, Kind. Aber das allein bringt dich nicht weiter in der Welt. Wir kennen dein... Wir kennen keinen Pardon mit denen, die uns um unsere schwer verdiente Beute bringen wollen. What? Schwer verdient? Ihr habt das alles gestohlen. Ja, haben wir. Also gehört es jetzt uns. Hey. Ihr habt wohl nicht begriffen, was es bedeutet, sich etwas zu verdienen. Ihr begreift nicht mal viel... Wie viel Liebe und Sorgfalt in der Herstellung all dieser Waren geflossen sind. Wie hart die Leute arbeiten müssen, um sich die Zufriedenheit ihrer Kunden zu verdienen. Und es ist die Aufgabe von uns Händlern, diese Waren jeden
zukommen zu lassen, die sich auch von Schätzen, die sie auch zu schätzen wissen. Bei meiner Ehrenhändlerin, ich werde diese Waren zurückbringen. Du bist Haifutter Girl. Glaub ja nicht, dass wir nachlässig mit dir sind. Die Welt ist ein roher Ort. Das werden wir dir jetzt zeigen. Now, let's get down to business. Ich sag nichts. My turn now. Bring it on. Da kann ich was Schönes drauf machen, Marlin. Endlich. Out of my way. Victory shall be mine. Here I go. Here we go. Yes. Und auf und produzieren. Mission. My turn. Laubfeuer. Ich sag, es heißt ja Lauffeuer, trotzdem ich will immer noch irgendwas sagen. 1000 Speer. Here goes nothing. Mission. Nur so Samen. Einiger. Reinigender Staub. Here goes nothing. Ja. So, das ist schön. Here I go. My turn. I'm ready. Are you? Den erstmal den beklauen. Eisseelenstein M. Und das gibt erstmal Ärger. Bring it up. Und nochmal. Auf ihn. Fast 1000 Schaden. Was hast du? Ich hätte fast mit einem 1000 Schaden gemacht. Bring it on! Ja. Schön für dich. Du hast auch deine Amputationsfähigkeit ist einfach zu krass. Weil schön Bruch machen und dann mit Amputation ihn vollladen und dann. Bam! Dann machst du unglaublich viel Schaden. Hatte ich, das war ja die fast 1000. Hast du 3 Bockenfeuer? Ja. Tavachi! Battle is truly joy. My turn. Don't play. Mm-hmm. Okay, that's eine Bogenschwäche. Und ja. Try this. Out of my way. I'm ready. Are you? All right. All righty. Let's get down to work.
The battle is truly joy. Victory shall be mine. Bring it on. Here I go. Ist echt egal, wie ich angreife und Rat. Endlich. Also den Notfall trotzdem mal kurz Seite bringen. Und weg ist er endlich. Okay. What's yours is mine. No, out of my way. Here we go. Let's do this. Thank you. 1600 Geld gestohlen, also gesammelt. Händlerin, sammeln. Sie macht das Geld, während der Dieb die ganzen, anderen Sachen klaut. Here goes. Nein, nur einmal. My turn. Let's do this. Yes. Have at you. Let's can't end like this. Have I failed? Here we go. Habe ich irgendwas verpasst oder warum? Habe ich nur einmal das, was davon gehabt? Dann. That's what I'm here for. Gut, das ist ein Bruch. Da kann ich jetzt mal ein bisschen herum albern. Mist, jetzt hat er nicht kaputt gehen. Jetzt gib mir die Waren zurück. Du bist ein echt harter Brocken, aber wir fangen ja gerade erst an. Kameraden! Du bist ein Trottel, dich mit uns anzulegen. In dieser Welt fressen die Starken die Schwachen.
Zeit, dass du lernst, wo du hingehörst, du kleine, ekelige Made. That's far enough. Es reicht. Wer seine Bestörung darin sieht, Schwere und Wertlose zu genieren, hat kein Recht zu erklären, wie die Welt sich dreht. What's that? Na, wenn das mal nicht der feige Taugenichts von vorhin ist. Einer mehr, welchen Unterschied macht das schon? Schnappt ihn euch! Er hat das Deck mit uns geschrubbt. Wer seid ihr nur? Oh? Ich denke, jeder Pirat, der auch nur einen Schluck Salzwasser wert ist, sollte das eigentlich wissen. What? Dieser blaue Speer. Oh. Mit der Kraft und der Gewandtheit einer Viper. You can't be serious. Ist das etwa tatsächlich Captain Leon Bastrell? Captain Leon Bastrelle? What? Was? Herr Captain, seid ihr wirklich der Leon Bastrelle? Den Namen nach ja, ein Pirat bin ich aber längst nicht mehr. Nur noch der Captain eines einfachen Handelsschiffes. What do we have here? Lasst euch das eine Lektion von einem echten Seemann sein. Prepare yourself. Tote Männer erzählen keine Geschichten. Ich bin nicht bereit zu sterben. Seht euren Hintern, Kameraden, sonst holt uns der Klabautermann. Ah, ihre Füße sind ebenso schnell, wie ihr Verstand langsam ist. Herr Captain? Lass. Nennt mich einfach Leon, Mädchen. Mr. Leon. Herr Leon, danke, dass ihr mich gerettet habt. Eine Hand wäscht die andere, würde ich sagen. Alles beisammen, was du brauchst? Yes. Ja, jetzt müssen wir die Waren nur noch zurückbringen. Ausgezeichnete Arbeit. Wenn du wieder zu Hause bist, wird deine Ehre als Sinnerin größer sein als je zuvor. Ich muss zum Dock. Wir werden bald die Segel setzen. Ihr brecht schon wieder auf? Of course. Die See ruft, Mädchen, aber vorher. Warum besuchst du mich nicht auf meinem Schiff? What's the matter? Worauf warst du noch, Mädchen? Es ist nur, ihr seid, dass ihr nur jenen aufs Schiff lässt, den ihr vertraut. Daher. Nun kletter schon an Bord. Lass. Es bedurfte jede Menge Mut, sich diesen Piraten zu stellen, und das hat eine Belohnung verdient, finde ich. Huh? Belohnung? Nein. Aus allen Ecken der Welt habe ich zahllose Schätze zusammengetragen. Sie sind mein wertvollster Besitz, und du darfst dir nehmen, was immer dir gefällt. Wirklich? Ich könnte niemals etwas derart Kostbares von euch annehmen. Es ist schon in Ordnung, Mädchen. Ich bestehe darauf. Oh?
Es sei denn, du interessierst dich nicht besonders für Schätze, hm? Wenn ihr das so sagt, dann kann ich wirklich nicht ablehnen. Das ist die richtige Einstellung. Ich wusste schon immer, dass die Welt voller Schätze ist. Aber ich hätte nie zu träumen gewagt, solch Wundern wirklich zu begegnen. Das ist wunderschön. Oh, eine gute Wahl. Was nimmt dich an diesem Gemälde so in ein, Mädchen? Well, ich weiß es nicht genau. Unter all diesen unglaublichen Schätzen ist es der eine, der zu mir spricht. Es ist, als ob ich in die Seele des Künstlers blicken könnte. Ich kann fühlen, was er gefühlt hat, alles, was er durchlebt hat. Das ist unvergessliche Liebe, ein Werk von Bastien, einem berühmten Maler eines Landes im Westen. Er hat die Frau verehrt und war viermal verheiratet. Dennoch konnte er seine erste Liebe nie vergessen. Sie fand einen tragischen Tod, als beide erst 13 Jahre alt waren. Es war sein Lebenswerk, sie als erwachsene Frau zu malen. Als die Schönheit, die sie damals schon zu werden versprach, er arbeitete bis zum Ende seiner Karriere daran. Heute ist dieser eins der berühmtesten Kunstwerke der Welt. Puh, das wusste ich nicht. Herr Leon, würde es euch etwas ausmachen, wenn ich mich noch etwas weiter umsehe? Of course. Sieh dich nach Herzenslust um, Mädchen. Eine geborene Händlerin. Ich kann es in ihren Augen lesen. Sie wusste nichts über Bastien, hat das Gemälde aber sofort als Meisterwerk erkannt. Ich dachte, das wäre hier nur ein verschlafener Küstenort, aber dieses Mädchen. Sie könnte ein funkelnder Juwel unter gewöhnlichen Steinen sein. Huh? Habt ihr etwas gesagt? Yeah. Das ist es. Es ist in Ordnung, wenn ich das hier nehme, Herr Leon. This is... Lass mich mal sehen. Ich fürchte, das alte Ding bringt dir nicht viel ein. Es gehört einem Mann, dem ich einmal an Bord ließ, als ich noch Pirat war. Offenbar habe ich es nicht weggeworfen und es ging hier zwischen all den Sachen unter. Es ist besser, wenn du dir etwas anderes aussuchst, Mädchen. Nein, ich möchte das hier. Ich kann es nicht richtig erklären, aber es scheint mich magisch anzuziehen. Mhm. Tut es das, dann betrachte es als deins. Thank you. Vielen Dank, Herr Leon. Fare thee well, lass. Leb wohl, Mädchen. Vielleicht sehen wir uns eines Tages als Konkurrenten wieder, aber ich werde mich nicht übertreffen lassen. Das schwöre ich dir bei meinem Händler
Ehre. Ankerlichtmänner, das Meer ruft. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. In dieser angestaubten Seiten verbirgt sich offenbar etwas, das mein Leben für immer verändern wird. Ich kann es kaum erwarten, alles zu lesen, sobald ich zu Hause bin. Ein Buch genommen? Okay. Ein Tagebuch. Natürlich muss ich jetzt zurückholen. Dieses Buch enthielt die Aufzeichnung eines Reisenden, der in entlegensten Winkel der Reiches besucht hatte. Völlig gebannt vergaß Tressa die Zeit und las über jedes einzelne seiner Abenteuer. Die Welt ist voller Schätze. Und ich weiß, irgendwo da draußen ist genau das, was ich suche. Und so setze ich die Segel Richtung Horizont. Und die große, weite Welt dahinter. Damit ist es besiegelt. Es ist Zeit, dass ich die Welt kennenlerne. Was? Ich werde Rippleton verlassen. Als fahrende Händlerin werde ich die Welt sehen und überall im Reich Kunden gewinnen. Du meine Güte, überleg doch mal, was du da gerade sagst, Liebes. Fahrende Händlerin? Das verbitte ich mir. Du bist noch nicht einmal eine ortsgebundene Händlerin. Du musst noch mindestens 2 weitere Jahre lang im Einkauf und 3 Jahre im Verkauf lernen. Das würde 5 Jahre bedeuten, bevor du so weit bist, irgendwo hinzugehen. Tut mir leid, Papa, meine Entscheidung steht fest. Abgesehen davon lerne ich ja unterwegs alles, was ich brauche. Hab ich schon geahnt, dass du so etwas sagen würdest. Dann ist es wohl sinnlos, dich davon abhalten zu wollen, Tressa. Du hast meinen Segen. Schatz, das ist unser kleines Mädchen, von dem du da gerade sprichst. Ich weiß, aber ich habe gespürt, dass dieser Tag kommen würde. Immerhin ist sie nun einmal genau wie ihr Vater. Letzten Endes macht die Erfahrung einen guten Händler aus. Und genau die wird sie da draußen sammeln. Geh und sieh dir die Welt an, Tressa. Und zwar nach Herzenslust. Ich verstehe, aber ich mache mir trotzdem Sorgen, Tressa. Du wirst doch auf dich aufpassen, oder? Sei stark und möge die heilige Flamme deinen Weg erleuchten. Danke, Mama, danke, Papa. Und es tut mir leid, euch zu verlassen. Aber eines Tages komme ich zurück und dann werdet ihr sehen, was ich gelernt habe. Wir wüssten nicht, was wir tun sollten, wenn es nicht so wäre. Immerhin bist du unsere beste Mitarbeiterin. Auf Wiedersehen, Mama, und auf Wiedersehen, Papa.
das Dorf im Osten verlassen. Dieser Buch, der Autor hat nur die Hälfte der Seiten gefüllt. Die andere Hälfte ist immer noch leer. Ich denke, ich sollte da weitermachen, wo er aufgehört hat. Ich werde alles aufschreiben. Ich werde jeden Stein umdrehen. Vom nächsten Kapitel an wird dies meine Geschichte sein. Ich werde viel herumkommen und reisen, bis jede einzelne Seite gefüllt ist. Ich weiß nicht, was mich unter dem Horizont erwartet. Aber es gibt nur einen Weg, dies herauszufinden. Schnell reden? Bis dann, rippelte die denn. Mein Abenteuer als Händlerin hat begonnen. Den Anfang mache ich, indem ich den Fußstapfen eines namenlosen Reisenden folge. Eine weite Reise. Und das war's auch schon von diesem Part. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ciao.